Herzlich willkommen bei uns in der Markuskirche zu diesem Gottesdienst. Diejenigen, die in den letzten Sonntagen schon mal hier waren oder unter der Woche der Kirche, haben vielleicht gemerkt, dass die Tücher an der Kanzel am Altar ihre Farbe gewechselt haben. Sie sind nicht mehr grün wie in der vergangenen Zeit, sondern violett. Das zeigt uns und lädt uns ein, darüber nachzudenken, dass eine neue Zeit Kirche ja angefangen hat. Heute ist der erste Sonntag in der sogenannten Passionszeit, der Fastenzeit, die er mit dem Aschermittwoch begonnen hat. So wünsche ich uns heute einen ruhigen, einen gesinnlichen Gottesdienst, den wir heute für diejenigen, die nicht hier mit uns feiern können oder möchten, auch aufzeichnen. Sie werden also von hinten gefilmt. Ich hoffe, es ist Ihnen recht. Wer hier sitzt, könnte man auch ein bisschen vom Haltprofil erkennen. Und wenn Sie möchten, können Sie das auch noch umsetzen. Ich freue mich natürlich, wenn Sie genau das ist. Einfach alles nicht mal anpassen. Ja, so lädt uns jetzt die Orgel ein, ruhig zu werden, unsere Herzen im Sinne auf Jesus Christus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vor dir, Gott, sind wir so, wie wir sind. Eine Woche ist vergangen, es beginnt wieder Neues. Dir überlassen wir, was gewesen ist. In deine Hände legen wir unsere Erfolge und unseren Dank. Rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. In deine Hände legen wir unsere Niederlagen, unsere Tränen und unsere Traurigkeit.
Richte uns auf, du treuer Gott, und schenke uns neue Kraft. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Deine Hände legen mir alle Unordnung und allen Streit. Verzeih uns unser Versagen, verwandle unsere Trägheit in Aktion, unser Unvermögen in Liebe und hilf uns, mit dem zu leben, was wir nicht mehr gut machen können. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Eine Woche ist vergangen. Beginnt wieder Neues. Dir überlassen wir, was gewesen ist, und vertrauen dir alles an. Vor dir, Gott, sind wir so, wie wir sind. Neues beginnt. Wir betreten die Fastenzeit. Eine Zeit, die uns Gelegenheit geben möchte, nachzudenken. Über dich, über unser Leben, über Freude, Schuld, Dank, Kummer und Hoffnung. Beginnen wir diese Fastenzeit mit einem Gebet und bringen in der Stille vor dich, was auf uns liegt. Spricht Gott, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen berufen, du gehörst zu mir. Gott, unser Herr, sei Dank. Amen.
Der Jungbar hat Gott ihn beauftragt zu predigen und den Menschen Gottes Willen zu verkünden. Es mochte er nicht, aber Gott macht ihm Mut. Ich lese aus dem ersten Kapitel von Jeremia. Das Wort des Herrn erging an mich, er sagte zu mir: Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du auf den Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich werde ab. Ach Herr, du mein Gott, ich kann noch nicht gut reden, ich bin noch zu jung. Aber der Herr antwortete mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende. Und predige alles, was ich dir beauftrage. Und fürchte dich nicht vor den Menschen, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Das sage ich, der Herr. Kennen wir gemeinsam.
Ich würde dir jetzt echt gerne helfen, aber ich hätte dich gestern schon gerne besucht oder wenigstens angerufen, aber kennt ihr das? Ich würde jetzt gerne meine Hausaufgaben machen, aber ich habe nichts gegen Ausländer, aber das aber macht auf das, was man vorher gesagt hat, vollkommen kaputt. Nach dem aber, da bekenne ich Farbe. Nach dem aber, da sage ich, wie ich mich eigentlich fühle, was eigentlich meine Meinung ist, was ich jetzt machen möchte. Vor dem aber, da kommt irgendeine Wunschvorstellung, wie ich mich sehe, die anderen mich sehen sollen. Aber ehrlich ist das oft nicht. So singt auch der Schweizer Liedermacher Roger Stein: Alles vor dem Aber ist nicht wichtig. Alles vor dem Aber ist die Wahrheit. Alles vor dem Aber, der Text und das Gelaber, ist verbal nur schlechtes Filmmaterial. Für die Jüngeren unter uns, verbal ist das, was meine Worte sind, was aus dem Mund kommt. Jesus hat mal gesagt, deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. Wenn du ja sagst, dann meine auch ja und dann bleib bei deinem ja. Und wenn du nein meinst, dann sage halt auch mutig und laut nein und stehe zu deinem nein. Und wenn du dir unsicher bist, wenn du noch nicht genau weißt, ob ja oder nein, dann nimm dir Zeit. Dann geh erst mal um dich. Dann überlege dir, was könnte deine Meinung sein? Was ist die Folge, wenn du ja sagst? Was ist die Folge, wenn du nein sagst? Wo möchte Gott dich vielleicht haben? Was für eine Antwort ein Ja und ein Nein. Und wenn du Ja sagst, dann steh auch dazu und dann handle auch so. Und wenn du Nein sagst, dann handle ebenso und steh zu deinem Nein. Wenn du Nein meinst, dann sag doch einfach ganz ehrlich: Ich ernähre mich ganz gesund. Ich mach überhaupt keinen Sport. Ich würde nicht einmal hungernde Menschen unterstützen. Ich habe keine Zeit, meine Nachbarn zu besuchen, obwohl ich ganz genau weiß, dass sie sich freuen würden, wenn ich mich einmal mit ihr unterhalte. Wenn sich so ein Satz dann vielleicht doch zu krass oder zu hart anhört, dann versuch doch einfach genau das Gegenteil und sage: Nein, ich besuche jetzt meine Nachbarin. Und jetzt kein Aber mehr hinterher. Ich nehme mir jetzt die Zeit. Ich mache es jetzt. Sieben Wochen dauert diese Fastenzeit. 7 Wochen anders leben, lädt Gott uns ein. Oder auch 7 Wochen ohne. 7 Wochen auf irgendetwas verzichten, was mir vielleicht am Herzen liegt, von dem ich glaube, dass ich es brauche, weil es mein Leben angenehm und gut macht. Aber vielleicht macht es mein eigenes Leben doch nicht immer so. Und vielleicht ist es für meine vielen Menschen nicht immer so gut. Daher warum nicht einmal
jetzt. Jetzt ist es soweit. Jetzt nehme ich mir die Zeit. 7 Wochen ohne Aber. In der biblischen Geschichte, die wir gerade gehört haben, da ist dieses kleine Wörtchen Aber auch mit drin versteckt. Gott spricht Jeremia an. Hat für Jeremia einen ganz wichtigen Auftrag. Jeremia soll Prophet werden. Jeremia fühlt sich vielleicht geehrt und sagt zunächst, natürlich, ich möchte gerne Prophet werden. Ich möchte gerne andere Menschen trösten. Ich möchte gerne Menschen von Gott erzählen, Gottes Wort unter die Menschen bringen. Ja, ich möchte auch die Mächtigen kritisieren, die nur an sich denken und nicht an die Armen. Aber, sagt Jeremia, aber ich bin der Fitzung. Lieber Gott, komm doch einfach später nochmal bei mir vorbei, in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten. Dann können wir nochmal drüber reden. Aber jetzt geht es nicht. Dann kommt von Gott ein Satz, der für mich persönlich einer meiner Lieblingssätze in der Bibel ist. Gott spricht zu Jeremia: Sage nicht, ich bin zurück, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was ich dir auftrage. Und fürchte dich nicht vor den Menschen. Denn ich, dein Gott, bin bei dir und will dich helfen. Das ist wirklich Evangelium, gute Nachricht mitten in Jeremia. Dass Gott natürlich etwas von mir erwartet, dass er gewisse Vorstellungen hat, wie mein Leben aussehen soll, dass es für mich gut ist, aber eben auch für die Menschen in meiner Nähe oder in der weiten Ferne. Aber dass er mich mit diesem Auftrag an mich nicht alleine lässt, sondern mir verspricht, dass er mich begleitet, dass er mir eine neue Kraft gibt, von Gott erzählen, Menschen zu trösten, für Menschen da zu sein und mich immer wieder segnet und errettet. Dieses Versprechen galt damals in Jeremia und geht auch heute an uns. Wir alle sind nicht allein. Gott liebt uns und begleitet uns, mutet uns natürlich immer wieder auch etwas zu, aber ist da, um uns zu erretten und um uns zu segnen. So gehen wir gemeinsam mit diesem Gott und seiner Kraft, die uns so sehr liebt und uns stark machen kann, durch diese 7 Wochen. 7 Wochen anders leben. 7 Wochen ohne irgendetwas, was sich jeder und jeder selbst überlegen kann. Und doch 7 Wochen beschenkt werden von Gottes großer Liebe. Thank you.
freiwillig auf etwas zu verzichten und dafür beschenkt zu werden durch deine Gnade und Liebe. Doch haben wir den Eindruck, dass schon seit Monaten Fastenzeit herrscht, weil es so vieles gibt, auf das wir verzichten müssen, wonach wir uns so sehr sehnen. Doch bitten wir dich heute noch einmal, gib uns die Gelegenheit, dass diese stille Zeit für uns eine Chance ist. Eine Chance, darüber nachzudenken, was wichtig ist für uns, für die Menschen in unserer Nähe, dass wir gemeinsam gestärkt sind durch diese Zeit. Wir bitten dich für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrerinnen und Lehrer, für all diejenigen, die im Kindergarten sind, wo jetzt wieder der normale oder halbwegs normale Betrieb losgehen kann. Wir bitten dich für all diejenigen, die unter der derzeitigen Situation leiden und in Ängsten leben. Wir bitten dich für Menschen in Krankenhäusern, in Altenheimen und an vielen anderen Stellen, die da sind und sich kümmern für Menschen, die Hilfe brauchen. Gott, wir bitten dich für die ganze Welt. Gib du ihr jetzt in diesen 7 Wochen der besonderen Zeit der inneren Einkehr deinen Frieden. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder. Amen. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Thank you.